fließen Fördergelder nach Sachsen-Anhalt in bestimmte Sachen, die gebaut werden, Straßen und ähnliches. Geben Sie mir mal einen Tipp. Wie gesagt, so interessiert mich das eigentlich im Moment nicht so richtig, diese Themen, ja. Partner aus Brasilien, Argentinien, Spanien und hier in Halle, eine Schule, haben sich mit dem Thema Vergangenheit und dem Thema Demokratie heute auseinandergesetzt. Ich persönlich und wir als Friedenskreis fanden es total spannend, das Thema Diktatur und Demokratie in der Aufarbeitung, aber auch in der heutigen Bedeutung zu beschäftigen und aber eben auch den internationalen Vergleich, den internationalen Kontakt auch über Europa hinaus zu suchen. Jetzt im März 2012, also noch gar nicht so lange her, war ich in Palermo zu einem 5-tägigen Seminar, wo wir verschiedene andere europäische Organisationen, die im Jugendbereich tätig sind, kennengelernt haben. Alle waren wir uns relativ ähnlich, relativ gleich in unseren Ansichten und Meinungen. Und das ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie man trotz dieser weiten räumlichen Distanz doch viele, viele Gemeinsamkeiten hat. Und das war spannend. Also das Projekt, wir haben angefangen, an dem Europakoffer zu arbeiten mit einer Gruppe von Lehrern, mit dem Kultusministerium und der Landeszentrale, Staatskanzlei vor ungefähr anderthalb Jahren, war so die erste Idee. Jetzt am Montag haben wir die ersten 25 Europakoffer an Schulen übergeben. Also ist die Idee, Material zu produzieren, um mehr Europa an Schulen und Jugendeinrichtungen stattfinden zu lassen. Das war unser Ziel, ist unsere Mission. Wir bearbeiten jetzt seit einem Jahr ein Europaprojekt mit der Bezeichnung Coronet. Also warum ist Magdeburg in den Neurowissenschaften so stark? Erstmal muss man sagen, es ist stark, es ist vergleichbar mit München oder Tübingen oder Göttingen in den Neurowissenschaften. Das ist ein Verdienst von unserem ehemaligen Kultusminister Olberts, der massiv und selektiv in Neurowissenschaften investiert hat. Wir haben hier über einen längeren Zeitraum von 3 Jahren das Gebäude in der Bauhülle saniert, haben innen wie außen die Architekturoberflächen bearbeitet und werden in der nächsten Zeit dann in der Innenausstattung uns noch mit den Tapeten, mit Möbeln beschäftigen. Ich denke, das Chinesische Haus ist nicht nur ein Stück Geschichte als Bauwerk betrachtet, sondern hat auch ein Stück inhaltliche Aussage. Die ganze europäische, ich würde sagen, wenn die Länder das alleine machen würden oder wenn Deutschland für sich arbeiten würde und so, wäre das günstiger als wie die ganze Union da dieses. Ich weiß es nicht. Wir dürfen nicht nur lokal und regional denken, sondern müssen auch über unsere eigenen Landesgrenzen hinausdenken. Und ich denke, dass auch unsere Aufgabe ist, an Europa, an der europäischen Integration weiter mitzuarbeiten, mitzuwirken. Wir hatten noch nie in Europa so eine lange Phase des Friedens und das ist halt oft was vergessen wird auch. Man sieht nur das Wirtschaftliche, man sieht nur den Euro, aber ein starkes Europa ist auch Friedenssicherung für mich. Wir entsenden selbst Freiwillige in verschiedene Organisationen in Europa und da merkt man schon, dass die Leute dann mit einem ganz anderen Bewusstsein dann auch zurückkommen, wenn sie so eine Auslandserfahrung gemacht haben. Am Anfang war das noch stark Vermittlung, was ist Europa, was ist der Gedanke von Europa. Heute finde ich, ist Europa Realität. Wir können einfach das leben, was Europa heute im Alltag bedeutet.